Karren schmeißen. Ich habe einen wunderschönen Renault jetzt. Okay. Diesmal ohne Panorama. Ja, jetzt habe ich es richtig mit Ablendlicht und alles. Okay, sehe da einen nicht. Also da sehe ich die Gänge. Wir fahren erstmal jetzt los. Ich muss gleich nach links. Oh, lol. Oh, ich krieg die Anfahrt noch. Okay, auf geht's. Achso, ich habe nur Arbeitsagentur entdeckt. Ah, das ist easy. Was sagt man, Sprit ist fast voll. Sind auch immerhin 7 Stunden. Theoretisch müsste ich bei 4,5 pennen gehen wieder. Also nach 4,5. Also bei. Ja. Was gibt ihr denn jetzt? Das war sein Problem. Kennt er auch noch nicht. Oder piepen Franzosen immer. Vielleicht hat er ganz kurz zu wenig Luft gehabt aus irgendeinem Grund. Ich hab keine Ahnung. Dann fahren wir mal. Das Renault ist halt ohne Power, ne? Und komm hier hoch, der Typ. Okay. Fahrt tatsächlich sogar lieber mit Tempomat in ein Spiel, einfach weil er dann halt nicht immer diese heftigen Motorgeräusche hat. Wenn er es dann manchmal so wie jetzt entspannt er sich. Weil wenn er ein Ticken zu schnell ist, hat er diese heftigen Motorgeräusche nur, wenn es bergauf geht, wenn er kämpfen muss. Jetzt gleich wahrscheinlich.
leicht bergauf, ne? Boah, Junge, muss er kämpfen, ey. Ich bin gerade mal bei 36, 35. Das wird wahrscheinlich noch weniger werden. Die armen Autos hinter mir. Hier werde ich jetzt sogar 60 fahren. Boah, jetzt wieder 50, die müssen verarschen, ey. Ja, ich fahre jetzt 55, aber es ist halt auch bergab. Wenn sie mich gleich blitzen, deswegen, dann ist es halt so. Kein Problem. Normalerweise hat er immer so dieses Plus-Minus irgendwas, wo der sogar ein bisschen bremst von selbst. Gas geben, weiter geht's. Schon wieder bergab oder warum bin ich jetzt bei 66? Naja. Scheint so. Den Rücken. So, gleich rechts auf. Naja, 50, so schnell werde ich eh nicht hier drauf. Wollte ich nicht mehr Gedanken machen. Das heißt jetzt Richtung Prag, 93, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gesagt habe, dass ich schlafen gehen wollte. Ich glaube, bei Stunde 4 oder ist bei Stunde 4? Schon lange nicht so müde. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt nach dem richtigen Raum gehen. Aber wenn er sagt, er wird müde, dann gehe ich schlafen. Wenn er sagt, Tag ist der, gehe ich tanken. Ich gehe aber danach. Grad, also scheint Sommer zu sein. Und die 81. Oha, lalala, ganz gemütlich. Ist ja lustig, dass er nur eine Drehzahlanzeige hat. Na gut, weil er Geschwindigkeit digital hat, wahrscheinlich irgendwo, ne? Keine Ahnung.
Joel steht doch mittig die Kamera. Guck sogar die ganze Zeit da drauf. Kann man es natürlich auch regeln, dass man etwas kleinere Mäusekino da vorne hat. Feuchtwangen. Bekommen wir Feuchtwangen. Gerne einmal rüber. Tut mir leid. Und dann musst du leider mit der Geschwindigkeit ein bisschen drosseln, mein Freund. Weil der Kopf halt so halb auf der Straße stand, deswegen wollte ich halt rüber. Hätte man wie anders lösen können, tatsächlich, ey. Gestern tatsächlich, als so ein bisschen die Highlights von UEFA Cup, Confed Cup, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie der Unterschied ist. Scheint irgendwie das gleiche Turnier zu sein, aber wird anders genannt. Muss mich auch nochmal schlau machen und Champions League so geguckt. Ich hab tatsächlich echt Bock gehabt, mir FIFA zu holen, ne? Aber eigentlich bin ich durch mit FIFA. Irgendwie, das ist halt nicht mehr geil. Irgendwie habe ich schon Bock gehabt. Dann hatte ich auch Bock gehabt, halt irgendwie englische Liga zu spielen. Keine Ahnung, mit Tottenham oder so. Keine Ahnung, ja. Vielleicht. Was ist das denn hier? Ist das Öl? Oder ein totes Tier? Radarkontrolle. Ja, ich bin nicht so schnell. Mehr zu langsam, null. Vielleicht, also nächstes Jahr wird es ja nicht mehr FIFA heißen. Ich weiß nicht, ob ich mal die erste Version des neuen Namens des Spiels mir holen soll. Weil es vermutlich auch halt anders sein könnte als die Vorgänger, als die FIFA-Teile. Einfach nur, damit ich halt auch mal das eine Spiel gehabt habe. Und vielleicht ist es ja sogar besser, vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, warum sie den Namen ändern wollen. Allgemein vielleicht, weil das jetzt. Kanal eine neue Gruppe macht, neue Publisher oder sowas, die wollen das nicht FIFA nennen oder dürfen das vielleicht sogar gar nicht FIFA nennen, ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt nicht besonders schlau gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, vielleicht hole ich das nächstes Jahr mal. Spiele, glaube ich mal, keine Ahnung, für 2-3 Monate ein bisschen so die Saisons. Das hat er gerade gespeichert wahrscheinlich, deswegen ist er gerade geleckt. Ich bin gerade mega schnell, warum? Mega Backup. Ja. Kann aber mal gucken. Vielleicht macht das tatsächlich sogar, das sind 3 Monate lang irgendwie die Seasons-Ansätze, wo ich dann halt fast jeden Tag spiele oder zumindest am Wochenende so halt wie ein Hauptspiel, wie ich das so mache mit den Streams, den Hauptspielen. Ja. Kreditrat in Höhe von 8.676 Gesamtsumme bezahlt. Geil. Ganz ehrlich, wenn du 426.000 auf dem Konto hast, dann ist 8.000 wie 8 Euro. Du siehst einfach nur die vorderen Summen. Das, was dahinter ist, die hinteren drei, die siehst du gar nicht. Du siehst nur die vorderen drei Summen.
tschechischen drüben in Polen. Tschechien meine ich. Polen ist das immer nicht Tschechien bei mir. Warum fahre ich die ganze Zeit links? Hä, warum fahre ich jetzt gerade die ganze Zeit links? Scheiße. Muss ja geradeaus weiter, ne? Oh, wir müssen hier runter. Okay. Nee, ich muss leider da bleiben. Ich hab gerade voll gar nicht drauf geachtet. Können wir denn gleich und können wir nicht? Schummel ich wieder? Ja, ich mach das mal ein bisschen ernster hier. Ja, ich habe einmal geschummelt, dass ich einfach mich da durchgequetscht habe, weißt? Aber ich fahre jetzt mal den richtigen Weg. Das war, glaube ich, auch letztes Mal, als ich noch so ein paar Minuten streamen wollte und halt die Strecke fertig machen wollte. Ist das tatsächlich hier wieder direkt drauf? Oh ja, dann steht Autobahn, da will er runter und dann wieder drehen oder so, keine Ahnung, ganz komisch. Schöne Schwung mitnehmen, dann schafft er das auch. Ich muss hier nochmal wieder rauf. Aber ist man damit wirklich jetzt den ganzen Scheiß in Gang? Nee, eigentlich nicht. Was ist denn Bullshit? Okay, ich habe ja schon gleich gedacht, dass das scheiße ist. Dass das nichts bringt. Ich mache das einfach, ist mir egal. Jetzt zeigt mir auch keine alternative Strecke, wenn ich ehrlich bin. Egal! Zeigt mir keine alternative Strecke an irgendwie. Navi. Warte, den mache ich gleich an. Wo nicht mal blinken angeht, ich kann direkt draufziehen, weil da ist ja sonst nichts mehr. Oh oh. Moin! Ja! Ich habe mich immer schon erschrocken, wa? Gleich so weit rechts. Warum ist kaputt oder warum komplett nicht mehr auf Geschwindigkeit? Ich habe zu lange gebraucht, um hochzuschalten, ne? Ist mir jetzt egal, bin ich dazu gefahren. Ich so, hä, warum zeigt mir das Navi jetzt an, dass ich so fahren soll? Das bringt gar nichts. Ich bin trotzdem blind gefolgt und dann hätte vielleicht sogar den Bus folgen sollen. Denk mal, ja, komm, scheiß drauf, quetsche ich da zwischendurch. Was soll passieren? Suche mal den nächsten runter. Kann ich nur parken, also kann ich da auch schlafen. Ich hoffe, es reicht mit dem Sprit noch, sollte aber dann. 2 Kilometer kann ich dann runter. Ein bisschen pennen. Vielleicht habe ich Glück und dann ist der Regen weg.
Ja, der nervt echt. Ist nicht echt besonders, ist nicht so besonders schnell das Gefühl. Schweres Transporter. Da kann ich gleich auch noch. Tanken kann ich glaube ich nicht. Aber ich kann immerhin pennen. Schon mal. Oh Junge, wo muss er hin? Moment, ich muss aber entscheiden, ja. Und pennen. Ja, ist aufgerissen, geil. Licht geht auch direkt an. Eine Nacht zu fahren ist auch sehr angenehm. Wie spät haben wir es überhaupt? 23 Uhr 19. Boah, man ist ja direkt drauf. Lol. Ich krieg schon mit. Lalala. Schon mit 30 drauf, warum denn nicht? Oder sogar tanken können. Ich glaube, tanken brauche ich nicht. Ich glaube, tanken brauche ich tatsächlich nicht. Aber ja, trotzdem kommt Scheiß drauf. Wenn ich schon mal hier mit dem Tank immer fix. Ist das neu? Dieser Preis 1,92 ist ja voll realistisch. Und voll. Geil. Danke. Ach, das kostet mir nicht mal was. Wie geil. Vorschritt dank, dann sind wir voll. Weiter geht die Reise. Ja. Fahrer, ich muss die Kurven eng nehmen, Junge. Also wenn ich von vorne gucke, ist echt mega dunkel. Wenn ich durch die Seitenspiegel gucke, da sieht das eher so aus, wie es gerade erst dunkel wird oder so, wird so hell ist irgendwie. Das scheint eine Panne zu sein oder sowas.
sag's euch, ne, bei längeren Autofahrten, das ist bei mir so eine kleine Hassliebe. Manchmal hasse ich das, wenn ich lange Auto fahren soll oder muss, wenn ich irgendwo auf den Lehrgang muss oder so. Aber manchmal finde ich das auch voll geil, macht voll Spaß. Ich muss gleich auf jeden Fall rüberwechseln auf die linke Seite. Ich sehe gerade, dass da nichts kommt, deswegen gehen wir rüber. Immer schön rechtzeitig rüber. Kann sich der Verkehr direkt rechtzeitig darauf einstellen, dass er langsam wärmer werden muss, wegen mir. Jetzt geht's nach München runter, okay. Gespeichert. Der Jude. Aber ich freue mich auch gleich schon auf die Life is Strange Episode. Oh. Spannend, also die dritte Episode war halt schon nach meiner Meinung nach echt krass. Und mittlerweile eine Kraft entwickelt haben, wo ich noch gar nicht weiß, wo das alles hinführen soll. Vor allem, ob das, was ich da getan habe, also das ist wahrscheinlich auch geskriptet, das soll wahrscheinlich dann so sein, aber ob das allgemein rückgängig ist. Oder ob die sich da sagen, okay, wir, es geht in der Story so, der Skript so, dass das halt wieder rückgängig gemacht wird. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob davon die letzte Episode überhaupt schon rausgekommen ist, von, also die dritte Episode, die letzte Folge. Also auf YouTube jetzt. Ich muss mal kurz hinbekommen. Ich weiß, man soll nicht ans Handy gehen während der Fahrt, aber ich mach's trotzdem, ist ja nur virtuell hier. Scheiße, ich muss gleich runter. Ich muss schneller. Oh, natürlich lädt das jetzt langsam, ne? Playlist. Okay. Ich gehe jetzt erstmal runter. Vielleicht muss er links. Ja, ich muss er links. Das ist er runter. Ah, ich muss den hinteren runter. Das war's verstanden, okay. Echt undankbar hingestellt, ey. Ja, muss ich gar nicht. Kann ich drauf bleiben. Bin aber schon gleich da. Ja, da kann ich gleich in der Dix kurz reingucken. Jetzt wird es hier für mich gar nicht mehr, was ich versuche, um 80 zu beschleunigen. Da noch was? Boah, ist gar nichts. Und da? Gar nichts.
Erster Aufenthalt in Prag. Achten, wo ich hin muss. Ist das hier schon los drauf? Ich glaube ja. Wie sind wir das? Muss ich hin? Ah, da muss ich hin. Was ich auch einmal echt lustig fand, ich hatte Doppelauflieger gehabt. Und da war genau so und das hätte gar nicht gepasst. Ich weiß noch geradeaus durch. Dann habe ich einigermaßen etwas zurückfahren zu können. Easy. 1:23:45. Das machen wir kurz eben.